Happy Monday, einen wunderschönen Wochenstart. Heute ist zusätzlich Neumond und eine Sonnenfinsternis, das heißt eine ganz besondere Zeit. Und wenn du das fühlst, wenn du die letzten Tage vielleicht nicht so gut geschlafen hast oder wenn sich gerade alles irgendwie ja unruhig anfühlt, nach Veränderung, nach Aufregung, dann ist das vollkommen normal. Das kann auf der einen Seite gerade alles sich so ein bisschen verwirrend anfühlen. Aber es kann auch sein, dass ja, Spannung da ist, positive Aufregung. Und ja, ich sitze hier in meinem Lieblingspulli. Vielleicht habt ihr auch so einen Pulli, den ihr die ganze Zeit anhabt. Das ist mein Lieblings-Winterpulli. Und gerade wenn es so früh dunkel ist, dann will der Kopf irgendwie auch schon um 16 Uhr mit einschlafen. Wer Lust hat auf ein längeres Neumondritual heute Abend um 20 Uhr, der kann mir noch mal schnell schreiben. Es gibt ein kostenloses Ritual mit optionalem anschließenden Austausch in kleineren Gruppen, den Sister Pots. Das ist eine Herzensempfehlung von mir, die ich über alles liebe. Und ja, dazu mehr um 8. Jetzt wollte ich euch noch mal kurz mitnehmen und euch meinen kleinen Altar zeigen, den ich mir aufgebaut habe. Sowas braucht man nicht, aber kann man natürlich machen. Ich habe hier immer Blumen, normalerweise frische Blumen, heute sind es getrocknete Rosen der letzten Woche. Ich habe vorhin schon um 17:16 Uhr, als auch Neumond war, eine Tarotkarte gezogen von meinem Kuan Yin Deck. Und da könnt ihr ebenfalls die kleine Göttin Kuan Yin sehen, beziehungsweise die große Göttin in klein. Ich habe ja auch meine Yoni-Eier hingelegt, verschiedene Steine, Kristalle, verschiedene Muscheln, die ich in Thailand oder in Portugal im Urlaub gesammelt habe. Hier könnt ihr auch getrocknete Salbei sehen oder Sage, mit dem ich mich vorhin abgeräuchert habe, und eine kleine Schale mit Wasser. Und vor allem Wasser ist bei Neumond cool. Auf der einen Seite zu baden, zu duschen, sich zu waschen, sozusagen das zu reinigen, was weg kann, das Alte, was losgelassen werden soll. Und auf der anderen Seite erdet das auch, sich zu baden, sich zu waschen. Und gleichzeitig ist es aber auch da für, ja, um die Samen für die Zukunft zu säen. Denn der Neumond ist aus zwei Gründen ganz kraftvoll, auch zur Manifestation. Steht nämlich für den Neuanfang, also für einen neuen 28-Tage-Zyklus. Und gleichzeitig steht er aber auch in Verbindung mit dem Winter des weiblichen Zyklus. Und der Winter des weiblichen Zyklus ist die Menstruation, und in der Phase der Menstruation lässt man los, lässt man gehen, man blutet, das geht also aus einem heraus, man stößt ab, was man nicht mehr braucht, um dadurch also eben auch Raum für Neues zu schaffen. Und deswegen ist es in dieser Zeit ganz besonders spannend, sich zu fragen, okay, was kann ich gehen lassen, was hat mir in letzter Zeit nicht wirklich weitergeholfen? Und was kann ich einladen? Wo kann ich die Samen säen, die ich danach ja, für die nächsten Wochen dann mit Wasser beträufel, die ich einlade in mein Leben, um sie wachsen zu sehen? So, das nur so als kleine Zusammenfassung. Wer interessiert ist an dem ganzen Ritual, der darf um 20 Uhr mit dabei sein. Ich sehe auch schon einige, die hier mit dabei sind. Die sind auch später um 8 dabei. Jetzt werde ich euch ein paar Ideen geben zum Journaling, auch im Sinne eines Neumondrituals mit besonderem Bezug auf den weiblichen Körper. Das heißt, wenn du hast, dann kannst du dir hier einen Zettel und einen Stift holen und du kannst es dir kurz gemütlich machen. Wir werden uns hier ein paar Minuten Zeit nehmen, um hineinzufühlen und auch ein paar Sachen aufzuschreiben. Du darfst dich hinsetzen, du darfst dich hinlegen, kannst dir Kissen, Decke nehmen, sodass du es ganz bequem hast. Du kannst dich hier auch anlehnen, den Kopf anlehnen und den Körper ganz schwer werden lassen. All das von dir abgeben, was du nicht unbedingt weiter mit dir in den Abend tragen möchtest.
Dann lade ich dich ein, hier auch ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, durch die Nase ein. Und für die Ausatmung den Mund öffnen. Lass los. Kannst hier laut seufzen, mal mit einem weichen Ha ausatmen. Es gibt auch noch Geräusche, die du machen möchtest. Bewegungen, die du von dir geben willst. Ich will deinen Körper sich ausdrücken. Körperlich, physisch. Ich will er loslassen, emotional, energetisch. Und wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand auf deine Brüste, eine Hand auf deine Yoni ablegen. Und dann tief in diese Bereiche deines Körpers hineinatmen. Während du hier in Verbindung mit dir selbst bist, kannst du dir hier im Moment Zeit nehmen und hineinfühlen, was für Gewohnheiten, was für Verhaltensweisen, was für Gedanken du in den letzten Wochen, aber auch im vergangenen Jahr hattest in Bezug auf deinen weiblichen Körper. Vielleicht gibt es da bestimmte Gewohnheiten, Verhaltensweisen, die dich gerade nicht weiterbringen, die unangenehm sind, die dir Sorgen oder Zweifel oder Ängste bereiten. Vielleicht verurteilst du dich für das Aussehen deines Körpers, deiner Brüste, deiner Yoni. Ja, vielleicht verurteilst du dich auch schnell, wenn du versuchst zu sitzen und in dich hineinzufühlen und nichts fühlst. Vielleicht bist du streng mit dir selbst, dass du dir nicht mehr Zeit für dich nimmst, dass du nicht liebevoller mit dir umgehst. Vielleicht gibt es da gerade Gedanken oder Bilder oder Visionen, die hochkommen, die zu dir sprechen. Und dann lass sie gerade einfach nur da sein. Und lass sie hochkommen. Lass sie ans Licht kommen, denn auch sie wollen gesehen werden. Und wenn du möchtest, kannst du dir hier im Moment Zeit nehmen, was aufzuschreiben, was gerade hochkam. Auch wenn das vielleicht unangenehme Erfahrungen oder Gedanken sind, wenn das blöde Kommentare deines Kopfes, deines Verstands sind, Gedanken, die rational keinen Sinn machen, aber die eben da sind, dann ist das so. Wir verurteilen hier nicht, sondern wir schreiben einfach nur auf, wir lassen einfach nur da sein, was gerade da ist, als ob du so eine Mindmap konstruierst. Du kannst dir für diesen Punkt auch später noch mehr Zeit nehmen. Und sonst lade ich dich ein, hier nochmal kurz die Augen zu schließen, nochmal tief ein- und auszuatmen. Und dann nimm dir hier einen Moment Zeit, um hineinzufühlen, was du nun in Antwort auf die erste Frage verändern möchtest. Was gibt es für positive Qualitäten, Ideen, was gibt es an Gutes, an Inspiration, das du in dein Leben einladen möchtest? Du kannst dich zum Beispiel fragen, wie kann ich liebevoller mit meinem Körper umgehen? Vielleicht sind das ganz kleine Veränderungen, die du in deinen Alltag integrieren könntest, die schon einen ganz großen Unterschied machen würden. Zum Beispiel dir jeden Tag für nur ein paar Minuten geben,
in dich hineinzufühlen, deinen Körper zu lächeln, dich zu berühren, dich festzuhalten, dich zu umarmen. Und je mehr Zeit wir uns schenken, desto mehr will unser Körper nach einer Zeit auch. Desto mehr Aufmerksamkeit möchte er, desto mehr Liebe. Vielleicht kommen dir auch gerade hier einige Ideen hoch, die du gerne in dein Leben weiter integrieren wollen würdest. Und dann nimm dir auch hier im Moment Zeit, das aufzuschreiben. Ich lade dich hier vor allem ein, im Präsens zu schreiben. Das heißt, anstatt zu schreiben, ich möchte liebevoller mit meinem Körper umgehen, kannst du schreiben, ich gehe liebevoller mit meinem Körper um. Und wenn du hier das Bedürfnis hast, noch ganz viel aufzuschreiben, wenn dir ganz viele Ideen kommen, dann kannst du dir auch nach dieser kleinen Meditation nochmal Zeit dafür nehmen. Ansonsten lade ich dich ein, hier den letzten Satz aufzuschreiben. Dann nochmal kurz die Augen zu schließen und tief ein- und auszuatmen. Dann lade ich dich ein, nochmal hineinzufühlen und dich selbst zu visualisieren in ein paar Wochen. Dir vorzustellen, dich zu sehen in dieser Realität der Zukunft, dass all diese Qualitäten, die du gerade eingeladen hast, all diese Ideen, diese guten Vorsätze sozusagen, die du gerade notiert hast, dass die in dein Leben integriert sind. Dass all das, was du dir für dich selbst wünschst, da ist in deinem Leben. Wie fühlt sich das an? Was wäre anders als jetzt? Was hätte sich in deinem Leben verändert? Vielleicht kommen hier Bilder hoch, wie du deinen Körper liebst und dich wohl in deinem Körper fühlst. Vielleicht kommen hier Bilder hoch, wie du deine Bedürfnisse besser verstehen lernst und auch Grenzen kommunizierst. Vielleicht fühlst du dich sicherer und wohler in deiner sexuellen Kraft und kannst diese auch ausstrahlen und nutzen, wenn du möchtest. Vielleicht hast du andere Ideen und Bilder und Visionen, die du mit mir teilen möchtest. Dann kannst du mir danach gerne schreiben. Dann lade ich dich ein, dir auch hier nochmal einen Moment Zeit zu nehmen, das aufzuschreiben und zu notieren, sodass du es nicht vergisst. Und indem du es aufschreibst, das auch eine Art Manifestation ist, dass du all dies einlädst in dein Leben und dass es nicht nur ein Traum ist oder eine Idee, sondern dass das tatsächlich auch du sein kannst oder beziehungsweise du jetzt auch schon bist, dass du diese Kraft in dir trägst und mit dir mitnehmen kannst. Und ja, nimm dir ruhig noch ein bisschen mehr Zeit dafür, wenn du das brauchst. Oder sonst schreib mir, wenn du gleich um 8 nochmal mit dabei sein möchtest. Und ja, du kannst auch noch bis Sonntag an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Und da warten 3 ganz tolle Preise auf dich.
Und ja, dafür kannst du in meinem Feed ein bisschen runterscrollen zu dem Bild Gewinnspiel und da steht alles drin. Aber du kannst richtig coole Sachen gewinnen, unter anderem auch einen Platz in meinem nächsten Blütezeitkurs, der im Januar beginnt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Montagabend, einen schönen Wochenstart und ja, vor allem ein gutes Neumondritual und dass diese Intentionen wahr werden noch in diesem Jahr. Danke, dass du mit dabei warst und bis ganz bald. Tschüss.